Ich bin Anja Lorenz und ich habe zusammen mit Oliver Tacke und Nele Hirsch einen Artikel geschrieben, in dem es darum geht, wie man Online-Kurse als OER erstellt und was man dabei beachten muss. Online-Kurse sind kein bestimmtes Medienformat, sondern sind aus vielen Sachen zusammengesetzt, aus verschiedenen Inhalten, Medien, Diensten und Werkzeugen, die da zusammengebracht werden müssen. Auch das ist bei Online-Kursen ganz verschieden. Die meistens werden sie über Lernmanagementsysteme wie Moodle bereitgestellt. Es ginge aber auch über Blogsysteme, über Webseiten, über Messenger oder über Chatdienste. Und deswegen stehen so technische Fragen sehr viel mehr im Vordergrund als bei anderen OER. Im Idealfall sind die einzelnen Bestandteile von Online-Kursen als OER jedes einzeln auch frei lizenziert und man kann ganz einfach erkennen, welche Lizenz das ist und welche Urheberin oder welcher Urheber das Ganze erstellt haben. Ideal wäre es natürlich, wenn der ganze Online-Kurs unter einer Lizenz steht und auch alle Bestandteile unter der gleichen Lizenz stehen würden. Da man aber verschiedene Teile und Medien remixt, kann es natürlich sein, dass man hier unterschiedliche Sachen zusammenbringt und auch unterschiedliche Urheberinnen und Urheber genannt werden müssen. Dann wäre es gut, wenn man die gut erkennen kann und die gut ausgezeichnet sind, damit man die einfach findet. Weitere Informationen und auch Details zu den einzelnen Punkten findet ihr in unserem Goldstandard-Artikel zu Online-Kurse als OER auf OER-Info.